Hallo. Heute die Partei Aale fressen Dattel und insbesondere ihr Führungskader. Es ist Obst im Haus. Besteht aus einer Horde verlogener, betrügerischer Kackbrunzen. One big pile of shit. Die ihre Fanboys und Grills nach Strich und Faden, was auch immer das heißen soll, verarschen. Und wer das bis hierher nicht verstanden hat, wird und will es auch nicht. Hören wir das sowieso nicht zu. Aber ich kann euch trotzdem nicht vorenthalten, was mich gerade so aufregt. Und wer denkt, die Partei Analflötenkonzert D-Moll, das seien halt diejenigen, die sich endlich mal trauen auszusprechen, was andere nicht wagen. Der ist halt einfach zu blöd, um zu verstehen, dass besagte andere einfach nicht so plumpe, heuchlerische Lügner sind. Leute, ich kann's nicht mehr. Ich will dir nicht behaupten, andere Politiker würden nicht lügen. Im Gegenteil. Gefragt, welche Partei ich denn wählen würde, komplett davon abgesehen, dass da jemand zu dämlich war zu raffen, dass ich als Tintenfisch eh kein Wahlrecht habe, ihr Schranzen, war meine Antwort tatsächlich keine. Aber niemand. Niemand ist so plump, so stumpf und gleichzeitig so hinterfotzig wie die Partei Abraham fickte doppelt. Lasst mich erklären. An diesem Wochenende fand in Berlin im zum Bundestag gehörenden Elisabeth Lüders Haus das sogenannte zweite Corona-Symposium der Fraktion der blau-braunen Bratheringe statt. Eingeladen neben prominenten Bewohnern einer parallelen Realität wie Stefan Homburg oder Tom Lausen kein geringerer als er. Der Star, der Held, der stoische Liebling aller Querschranzen, die beim Anblick seines weinroten Hemds sofort feucht im Schritt werden. Schaut nicht weg. Professor Dr. Sprungbrett Balanceakt. Ja, kein geringerer als er. Und warum ich das so problematisch finde? Warum ich mich so aufrege? Weil Professor Dr. Sudoku Blutdruck in den letzten Monaten immer und immer weiter in ideologischem Klärschlamm abgetaucht ist, der für niemanden, der sich mit ihm assoziiert, gesund sein kann. Vom Vorwurf der Volksverhetzung wurde er in erster Instanz vielleicht freigesprochen. Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von mehreren Deutungsmöglichkeiten der Aussagen. Obwohl er so einen Scheiß von sich gegeben hat. Das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut, aber sie haben das Böse jetzt gelernt. Und umgesetzt. Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, haben ihr eigenes Land verwandelt in etwas, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. Er hat sich dann in Medien herumgetrieben, wie dem die transhumanistische Great Reset-Apokalypse, der Great Reset, keine Übertreibung, prophezeiende Sender auf 1. Der Transhumanismus ist der konkrete Versuch, den Großteil der Menschen abzuschaffen. Dessen Redaktion noch vor 5 Jahren in abgerissenen Klamotten mit Pappschildern am Frankfurter Hauptbahnhof vor dem Kommen des Antichristen gewarnt hätten. Geisteskrank, oder? Oder bei Jan Walters legitim.ch. Hallo und herzlich willkommen. Wo es eine krude Mischung aus Q-Anus-artigem Pedo-Bullshit und eh so verstrahltem Lichtkörpergeflöbel. Super, gepaart mit Israel-Bashing und unreflektiert antisemitischem Free Palestine gibt. Nebenbei hatte er jetzt sogar einen Gastbeitrag, in der nach Dünsches stinkende Nazi-Siff-Pseudo-Journalie der Reichsbote, Volk in Bewegung, das mit dem Slogan wirbt, überparteilich, unabhängig, national, sozial. Fucking ernsthaft? Fuck. Kurz, Professor Dr. Sidious Bantafutter Do it. Ist inzwischen tiefer in die absoluten Judenhasser-Ecken abgetaucht, als Ewan McGregor in dieser widerlichen Kackputzen-Szene in Trainspotting in Scheiße. Und der ist jetzt bei der als im Bundestag beworbenen Corona-Heulenbojen-Masturbationsorgie der Partei alte Fotzen durchrammeln als Stargast dabei. Und das macht es dreifach schlimm, denn komplett unabhängig davon, was er da für einen Schrott von sich gibt, indem er, nur um nun endgültig seine Senilität zu beweisen, versucht über Spuren von DNA-Resten in abgelaufenen Impffiolen zur uralten Gruselmär der Genveränderung zurückzuschleudern. Du bist genverändert. 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 Scheißegal, denn er zeigt zum wiederholenden Male, wie ehrlich die Partei, die ihn da eingeladen hat, ist. Gar nicht. Wo ist das Problem?
Im Moment geht man dort, am rechten Rand des Plenarsaales, fröhlich bei und erklärt seine uneingeschränkte Solidarität mit Israel, prangert den teils versteckten, teils erschreckend offenen Antisemitismus auf vielen Pro-Palästina-Demos an, sodass sich sogar halb intellektuelle Rollkragenpulloverträger langsam in ihren Monobrains überzeugen lassen, die Hackfressen von der Partei Alles fliegt durcheinander seien ja offenbar gegen Antisemitismus. Können also gar keine Fasche... Ja. Vergesst bitte nicht, dass wir es hier mit der Denkmal der Schande und Vogelschiss-Rotte zu tun haben. Dass man hier vor kurzem noch meinte, es sei doch doof, wenn Hitler immer nur negativ gesehen würde. Oder man auch die Errungenschaften der Wehrmacht mal honorieren solle. Die Pissnelken instrumentalisieren den ganzen Krieg in Gaza und Co. Die Toten den Hass, um gegen Muslime zu hetzen. Nix sonst. Gegen Antisemitismus? Die Partei von Alexander Gauleiter Gauland, Bernd Stoff, Höcke oder Alice Schnitzel Weidel? Wollt ihr mich verarschen? Vollkommen absurd. 2019, AfD-Abgeordnete verlassen während einer Holocaust-Gedenkveranstaltung den bayerischen Plenarsaal. 2020, Alexander Gauland schläft während einer Holocaust-Gedenkrede im Bundestag. 2022, Thüringer AfD-Abgeordneter tanzt auf dem Holocaust-Mahnmal in Berlin. 2023, von 78 Abgeordneten drücken sich 2/3 vor einer Holocaust-Gedenkrede im Bundestag. Angeblich wegen hoher Krankenstände. Wollt ihr mir jetzt erzählen, das sind alles Impfschäden oder was? Gehen verendet. Wie glaubhaft ist bitte deren neu übergestülptes, schlecht sitzendes Mäntelchen der Judenkuschler? Die Vergangenheit hat schon gezeigt, dass das kaum stimmen kann. Schande. Und nun auch noch Professor Dr. Sacker Bartschneider. Cringe, sehr cringe. Kein Wunder, dass man die Presseankündigung der Fraktion von ihrer Webseite irgendwie entfernt zu haben scheint. Bei X-Vogel kann ich nicht genau gucken, die Schisser haben mich geblockt. Und dass man lieber keine Presse im Saal haben will, dass sich aber draußen die Hofberichterstatter versammeln. Neben Grunzblöcken wie Elia Pi und den paranoiden Apokalyptikern von Auf 1 krank. Ausgerechnet die Klatschfratzen von KlarTV. Erinnert ihr euch noch? Chlamydien-TV? Die von den Medien verschwiegene Seite. Von welcher der Obermops, der übergeordneten Sabbersekte Orgonitische Christmas-Geriatrie OCG, Glaube fließt durch Synergie in den Lebensstrom. Ivo Sasek von jüdischer Weltverschwörung faselt. Ich nehme ein Buch wie die Protokolle der Weisen und Zion. Wir müssen uns nicht darüber streiten, haben es die Juden geschrieben oder setzen es die Juden um. Wir müssen feststellen, es wurde geschrieben und es wird umgesetzt. Da kann der Reichsbote auch gleich selbst anreisen und seinen mit Wachsmalstiften auf braunen Karton zurechtgekrakelten Presseausweis im ausgestreckten rechten Arm vorzeigen. Tut mir leid, aber die Partei Akkusativ frisst Dativ und ihre Trittbrettfahrer sind trotz aller Vorwände, aller vorgeschobenen, verlogenen Zweckfaselei von einer extrem judenfeindlichen Aura umgeben, bei der mir echt einfach nur schlecht wird. Ich weiß, die Vollidioten der Wählerschaft dieser Krätze wollen das nicht sehen, stecken sich ihre Finger in die Ohren und singen dabei la 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 la. Oder sie wissen es ja längst und freuen sich eher darauf, was da kommt, wenn die mit ihrem klobigen, inoffiziellen Hofstaat jemals an eine Regierung kommen sollen. Trotzdem, ich habe keine Lust, I told you so sagen zu müssen, wenn hier in 10 Jahren wieder die Leichen in den Öfen verheizt werden. Wir wissen nicht, was kommt. Ihr solltet es echt besser wissen, ihr Spacken. Nie wieder ist jetzt, macht es besser. Hallo.